So, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss mich ganz kurz, bevor das Video losgeht, aus dem Schnitt melden und ein, zwei Worte verlieren, damit ihr das Video auch so ein bisschen besser kapiert. Normalerweise, ihr wisst, normalerweise kommt hier auf dem Kanal eigentlich nur so Mode, Lifestyle-Content. Wobei ich sagen muss, dass das heutige Video eigentlich so ein bisschen mehr in die Lifestyle-Richtung geht. Und zwar heute geht es um Fußball. Ich habe Kevin Panewitz getroffen. Kevin Panewitz sollte vielleicht den einen oder anderen von euch was sagen, der sich so ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt. Kevin ist mittlerweile 28 Jahre alt, wiegt 134 Kilo, spielt in der Bezirksliga, hat vor zwei Jahren noch in der dritten Liga bei Carl Zeiss Jena gespielt, hatte da ungefähr so 80 Kilo, hatte mit 21 Jahren einen Profivertrag, also war Bundesligaspieler beim VfL Wolfsburg unter Felix Magath, hatte immer wieder Schlagzeilen wegen Übergewicht, wegen Partys, wegen Alkohol. Alkohol etc. Wie das alles zustande kam, wieso er damals bei Wolfsburg, beziehungsweise wieso der Vertrag bei Wolfsburg aufgelöst worden ist, wieso der Vertrag bei Jena aufgelöst worden ist, wieso immer wieder diese Schlagzeilen waren etc., das erfahrt ihr im heutigen Video. Ich habe Kevin getroffen. Kevin lebt mittlerweile in Berlin, hat eine Familie, super sympathischer Typ, super witziger Typ. Wir haben einen coolen Tag miteinander verbracht. Deswegen, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir gerne Feedback zu dem Video da lassen würdet, gerne auch einen Daumen nach oben da lassen würdet, unbedingt bei Kevin vorbeischaut, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir den Tag zu verbringen. Ich habe mich heute mit Kevin getroffen. Kevin hat, glaube ich, einiges zu erzählen. Wir gehen auch später noch zu einem Fußballspiel von dir, ne? Ja. Ihr spielt um wie viel Uhr? 15 Uhr. Wo gehen wir jetzt gerade hin? Wir gehen jetzt zu meiner Stammbar, wo ich immer mein Käffchen trinke, meine Pfeife rauche. Und da es regnet, da ist es unter Dach. Und da quatschen wir gleich ein bisschen, was bei dir heute so abgeht. Und ich will mit dir einfach auch ein bisschen darüber quatschen, was halt so in deiner Vergangenheit passiert ist. Vielleicht auch die ein oder andere so Background-Information halt auch zu bekommen, weißt du, die normalerweise kein aktiver Fußballer je beantworten könnte oder würde, wegen Image etc. und so. Deswegen, wenn euch sowas gefällt, schaut natürlich gerne auch bei Kevin vorbei, ne? Instagram und so ist da alles unten verlinkt. Für mich jetzt nicht rauchen, wir gehen jetzt erstmal schon eine Pfeife rauchen. Oh yes, ja. Aber im Spiel wichtig. Sollte es wieder dazu kommen, dass du Profi wirst, macht es natürlich, also macht es natürlich nicht. Dann wird es was ganz anderes. Okay, wir gucken jetzt mal rein und dann quatschen wir ein bisschen. Stell dich am besten einfach mal ganz kurz vor, so in zwei Sätzen, wer du bist, was du machst. Und ja, Kevin Panewitz, 28 Jahre alt, ehemaliger Profifußballer von der ersten bis zur dritten, sogar vierten Liga auch mal gekickt. Und ja, jetzt Freiberufler. Ich habe schon so ein, zwei Mal halt was mit Fußballern gemacht, ne? Und ich persönlich, so, ich hatte halt, als ich so ein kleiner Junge war, ich hatte halt den Traum, wie glaube ich viele auch da draußen, unbedingt mal Profifußballer zu werden, ne? Wie kam es bei dir? Ich habe so ein bisschen vorher gelesen, Wikipedia, du bist glaube ich mit 14? 14 rüber ins Internat, war in der Jugend gar nicht so schlecht, dass ich vielleicht ein paar Blicke auf mich gezogen hatte. Und ja, und so kam der Kontakt zu Rostock. Das war damals Michael Hartmann von Hertha. Der hat mich angerufen und so kam das zustande. Haben mich gesehen ein paar Mal. Also dann wirklich so über Scouting tatsächlich? Ja, genau, ne? Über Scouting. Und ja, wir haben uns, ich weiß auch, also wäre es gestern, da haben wir uns dann zum Essen getroffen mit meiner Mutter, mit meinem Papa. Dann hat er ein bisschen erzählt, wie es ablaufen würde, ob ich Lust hätte. Mhm. Ja, und dann bin ich hin, weil Rostock für mich damals die beste Entscheidung war. Ich hatte noch Wolfsburg, ich hatte vielleicht noch Bremen. War Rostock damals ja, der beste Ausbildungsverein und deswegen bin ich dahin. Dann bist du da ins Internat gegangen, hast gerade gesagt, dann mit wie vielen Jahren Profidebüt gemacht? 17. Ich bin in der Straßenbahn gerade vom Training zurück, habe schon bei den Profis mit trainieren dürfen und hat mich in der Zachhuber angerufen, der war da aktuell Trainer. Okay. Ja, Zachhuber hier, Panne, wie sieht's denn aus? Montag hast du Lust zu spielen? Ich sag, wie ihr Zweite? Oder wo soll ich denn spielen? Wie Zweite? Ja, hier bei uns, Montag, Leihspiel gegen St. Pauli. Aber du warst aber zu dem Zeitpunkt eigentlich noch in der A-Jugend? Eigentlich war ich noch A-Jugendspieler. Also hättest du noch A-Jugend spielen dürfen? Ja, und hab dann Montag gegen St. Pauli, Derby, auf dem Montagabend, 20:15 Leihspiel, bei DSF war es damals noch. Erstes Spiel gemacht, Lattenschuss gemacht, nach 20 Minuten, da weiß ich noch, wie meine Eltern reagiert haben. Weil ich genau wusste, wo die saßen und die saßen genau auf meiner Schusshöhe und rechts geguckt und habe gesehen, wie die halt die Arme verschränken und es konnte gar nicht passen. Ja. Und ich habe dann noch in der 72. oder sowas, habe ich einen 100%igen noch vergeben, einen Kopfball aus 5 Metern, leeres Tor. Wie kam da von der Wechsel von Rostock nach Wolfsburg zustande? Der Magath wollte eine Herausforderung haben, glaube ich. Also Felix Magath war zu dem damaligen Zeitpunkt Trainer beim VfL Wolfsburg. Genau, und der hatte Kontakt aufgenommen zu meinem Spielerberater, ob ich denn Interesse hätte. Ja,
natürlich. Ich glaube, wir sind dann auch abgestiegen aus der zweiten in die dritte. Das war natürlich für mich eine riesen Chance. Vielleicht hätte ich auch sagen können, dass ich vielleicht nochmal bei Wolfsburg, ich hatte Vertrag, ich hätte auch da bleiben können. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du nach Wolfsburg gegangen bist? 21, glaube ich. Und das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Also da, was ich da erlebt habe. War Maga nicht der Trainer, der so bekannt war als so Schleifer und Schleifer, so. Weißt du, was der mit mir gemacht hat? Ich bin jeden Morgen 13 Kilometer gejoggt, Grundauslangdauer. Jeden Morgen, ich musste immer morgens um 8 Uhr, 9 Uhr, ich weiß es nicht mehr, die Zeiten. Ich bin jeden Morgen 13 Kilometer gelaufen, Grundlangausdauer. Danach kam Kraft, Ausdauer, Intervallläufe, je nachdem. Das habe ich 6 Wochen gemacht. Ich habe nicht mal den Ball gesehen, ich habe doch von der Ferne, wie die drüben spielen, habe ich gesehen. Das habe ich gesehen von den ersten 6 Wochen. Wie lange hast du dann bei Wolfsburg gespielt? Ich war genau ein Jahr da, weil wie mit Timmy erzählt hat dann, ja, die Geschichte. Da muss man auch von ehrlich sagen, wir sind hier real, das hat er mir gerade schon erzählt, aber er erzählt es jetzt nochmal. Das ist die einzige Sache, die wir gerade schon besprochen haben. Timmy hat mir jetzt im Urlaub, wir waren vor 2 Wochen, 1 Woche im Urlaub, hatte mir erzählt, was ich selber nicht wusste. Mein ehemaliger Berater ist sein heutiger Freund. Oh. Ja. Und der saß dann mit Margaret am Tisch und hat zu ihm wortwörtlich gesagt, also der Pandewitz ist der beste Sechser, den ich habe. Der muss noch 2 Kilo verlieren, dann spielt er bei mir jedes Spiel. Ja? Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo du noch bei Wolfsburg warst. Da war ich bei Wolfsburg, ganz normal im Training, war fit, ja. Und ich stand so bei 89, 88 Kilo und so wie ich dann herausgehört habe. Bei einer Körpergröße von 1,86. Ja, genau, er wollte, dass ich 86 Kilo wiege. Aber es hat er mir nie gesagt, ich wusste es nicht. Ich habe das so gehalten und fertig. Ja. Und ich habe mich dann halt über ein halbes Jahr mal gewundert, warum ich nicht spiele. Weil ich habe ja gesehen, dass ich gut bin und ich kann locker mithalten. Ja. Und dann bin ich ja irgendwann hin. Und Timmy hatte mir dann einfach nur erzählt, dass ich 2 Kilo hätte abnehmen müssen, dann hätte ich bei ihm jedes Spiel gemacht. Und wie ist das dann zu Ende gegangen? Also wieso ging die Wolfsburg-Sache zu Ende? Ich bin ja dann irgendwann runter zu ihm oder ins Trainerraum und habe ihm halt gesagt, dass ich spielen möchte, dass ich mehr kann. Dass ich bin 21, ich will Fußball spielen. Ja. Ich bin dann zu ihm und habe gesagt, könnte ich vielleicht mal in der zweiten spielen, weil ich will halt Fußball spielen. Ja, ja. Das, was ich liebe. Ich sagte, ja, okay. Ja, kannst du machen. Komme ich an, das war, Köstner war damals noch Trainer, komme ich an und sagt da zu mir, ja, da, hier, kannst du dich da hinsetzen, einrichten, bleibst du bei uns, zweite Mannschaft. Ich habe Profivertrag, ja, bin eigentlich für die erste geholt worden und der hat das dann so als Schwäche gesehen, dass ich, dass du so aufgeben Ja, dass ich aufgeben habe, aber ich wollte eigentlich nur Fußball spielen, das hat ja nichts mit meiner Mentalität zu tun gehabt, ich wollte einfach nur mal wieder gegen Ball kicken, ja. Und das durfte ich dann in der zweiten von dem Punkt an. Und 2 Wochen später wird er gefeuert. Magath. Ja. Ich habe online gelesen, dass der Vertrag ja bei Wolfsburg aufgelöst wurde. Mein Vertrag, genau. Und das Problem ist, ich war halt nicht meiner ersten. Also ich konnte nicht so schnell wieder hoch, weil hätte ich vielleicht 2 Wochen länger durchgehalten. Ja, ich war zu einem top-fitten Level da, ich war top-fit. Wer weiß, was passiert wäre. Ja, neuer Trainer, neues Glück. Und ich habe ja gesehen, dass ich gut bin. Ärgern tue ich mich darüber auch nicht. Aber war das dann der Grund, wieso die dann gesagt haben, ey, wir lösen dann... Nee, es war einfach der Grund, weil wir waren, glaube ich, 40 Mann im Kader. Okay. Und die mussten ausmisten. Okay. Ja, und ich habe ja in dem Sinne ein halbes Jahr lang nichts gemacht, außer trainiert und kein Spiel gehabt. Also haben die ja gesehen, okay, bringt uns jetzt erstmal gerade nichts. Bringt ja nicht weiter. Genau. Und dann haben sie mir ein Angebot gemacht, ob ich meinen Vertrag ablöse. Sag ich, ja, mache ich. Ja, und zu dem Zeitpunkt ist ja meine Mutter auch gestorben. Ich war noch in Amerika gewesen, bei Colorado Rapids damals. Und Fußball gespielt? Ja, Major League Soccer, genau. Da wollte ich hin. Hat aber dann auch nicht geklappt. Ein Probetraining oder Training? Genau. Und ich habe dann erstmal 3 Monate knapp nichts gemacht. Naja, meine Mama war ja krank zu dem Zeitpunkt. Meine Mama ist verstorben, als ich in Amerika dann war. Okay. Aber das war so abgesprochen, sie wollte das dann auch so, ja, und naja, das ist dran gescheitert, ich war halt nicht fit genug damals, weil ich 3 Monate nichts gemacht habe und dann ist es dann letztendlich gescheitert in Amerika und ja, und dann kam ich wieder, meine Mama ist gestorben, habe ich erstmal gar nichts mehr gemacht. Bin nach Berlin gezogen mit meiner Frau, sie war dann auch schwanger und habe dann ganz normal geackert. Was hast du da gemacht? Weißware. Hast du irgendeine Ausbildung oder irgendwas? Nee, ich habe gar nichts. Als ich 17 wurde, habe ich mit meiner Ausbildung aufgehört. Also zeitlich nicht. Was hast du damals? Sport- und Fitnesskaufmann. Okay.
Cool. Und ja, und das habe ich gemacht. Und dann habe ich aufgehört. Dann Berlin, dann habe ich Weißware geschleppt. Was heißt Weißware? Naja, sagen wir mal so, ich habe erst angefangen mit Ikea. Ikea, eine Küche hochtrank, 5. Etage, 1500 Kilo. Zu zweit. Also so Möbel. Ey, Herr Buss. Ja, diese von Ikea, wenn du einen Schrank hast, dann hast du ja, weiß nicht, verschiedene Packs, ja? Ja. Und die, weiß nicht, jetzt die 4. Etage hochschleppen. Ja. War das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Und dann bin ich zu Weißware gewechselt, das war noch schlimmer. Was ist Weißware? Waschmaschine, Kühlschränke, sowas hier. Ach du Scheiße. Ey, kann ich die Geschichten erzählen? Schade, dass Slim nicht da ist, aber den müssten wir noch sehen, weil wir ja auch bald zum Spiel los müssen. Wie weit gehen auf jeden Fall auch mit zum Spiel. Wie weit Slim? Ist der Sportplatz? Wir fahren mit meinem Auto, alles okay, gut. Okay, entspannt. Slim wohnt da drüben, ist mein Freund und Arbeitskollege. Ey. Was ich für Geschichten mit dem erlebt habe, ja. Mit dem hast du das auch zusammen gemacht, dieses Schleppen. Ja. Eine Kamera oben rein bei uns, ins Auto rein. Mhm. Du hättest ein Kino mitmachen können. Das war so witzig. Wir haben uns angeschrieben, wir haben uns beleidigt, wir haben gelacht, wir haben geweint zusammen, ja. Ey, wir haben Sachen gesehen und erlebt. Ist halt so witzig gewesen. Ja, und nach der, ich glaube, das habe ich 3 Jahre gemacht. Mhm. Und dann war ich bei Timmy zu Besuch in Jena. Timmy Thiele bei Kaiserslautern. Kaiserslautern, genau. Nein, was ich nur sagen kann, dass Timmy hat mir dann ein Angebot gemacht, weil ich gemeckert habe, dass sie schlecht waren. Gegen Mäusewitz verloren. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hat er noch bei Jena gespielt. Genau. Und ich habe, das habe ich gewogen, 126 Kilo. Mhm. Also war ein bisschen schlanker als jetzt. Und er hat gesagt, ja, dann nimm ab. Dann besorge ich dir hier ein Training. Dann habe ich abgenommen. Ich hatte einen Vorvertrag unterschrieben. Mhm. Ja. Das heißt nicht, Vorvertrag? Naja, stell mal vor, du gibst eine Chance, ja, und ich unterschreibe keinen Vertrag erstmal, weil der Trainer hat mich 3 Monate gecheckt, ob ich mich weiterentwickle, ob ich das nochmal schaffe. Ja. Aber bei Fußball, ich war jetzt auch wieder nicht das Problem. Es geht immer nur um die Athletik, um die Fitness. Mhm. Und das war das, wo sie mich 3 Monate hingehalten haben, wo sie gesagt haben, ja, okay, passt. Ja. Und jetzt stell mal vor, dann bin ich soweit, die haben mich fit gemacht 3 Monate. Und dann gehst du beispielsweise zum anderen Verein. Ich gehe zum anderen Verein. Nach den 3 Monaten musste ich nochmal knappe 3 Monate ackern, damit ich spielfähig war für die. Ja, weil Trainer natürlich sehr, also Marc Zimmermann ist sehr, sehr guter Trainer, auch mit dem Trainerstab und so, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie wollten mich dann halt wirklich fit, sorry. Alles gut. Sie wollten mich dann wirklich fit haben und dass ich konkurrenzfähig bin. Ja, aber alles nur auf der athletischen Ebene, Fitness-Ebene, und dafür habe ich dann auch wieder geschuftet und dann wurde ich auch für belohnt. Ja, und dann hatte ich da, sage ich jetzt mal, 1,5 Jahre, die echt sehr, sehr angenehm waren oder sehr schön waren, bis dann halt Zimmermann gefeuert wurde und ich dann halt, ich glaube auch Mittwoch oder so war das, morgens um 9 Uhr meine Kündigung wegen Übergewicht, weil ich nach der Winterpause mit, ich müsste auch wieder liegen, ich glaube 2-3 Kilo mehr wieder gekommen bin, als ich gegangen bin, und ja, haben auch wieder nicht mit mir gesprochen, haben einfach direkt eine Kündigung hingeknallt. Ja. Und dann ging das Kapitel Jena zu Ende. Ja. Und hattest du, aber da zu dem Zeitpunkt hattest du keine Angebote vorliegen? Naja, das Problem ist immer, das wird ja groß in die Presse mitgeteilt, also das heißt, wer holt einen Spieler, der angeblich Übergewicht hat, oder beziehungsweise ich hatte... Ich habe auch viel gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, da bin ich jetzt gleich drauf eingegangen. Ja. Ich schwöre, das ist so wirklich so interviewmäßig. Aber ich habe auch viel gelesen, dass dort stand, natürlich auch, dass bei dir oft mit Gewicht, in Anführungszeichen, Gewicht das Problem war. Also bei mir war eigentlich... Was die Presse schreibt, aber es stand auch ein, zwei Mal dort so, dass irgendwie so nächtliche Eskapaden, Feiern, Alkohol... Dann hast du wenig gelesen. Ein, zwei Mal ist gut. Ich wurde oft, also was heißt nicht oft, natürlich, ich habe mein Leben gelebt, also ich war auch auf Feiern, zu einem falschen Zeitpunkt. Ich weiß noch, das darf ich gar nicht erzählen, aber... Ich erzähl's dir aber nicht. Aber wenn ich jetzt drauf zurückblicke, wo ich sage, bist du eigentlich bescheuert? Ja? Natürlich, ne? Du musst dir halt im Kopf halten. Wie gesagt, ne? Ich habe es dir gerade eben auch schon im Intro gesagt, es gibt so viele da draußen, die wirklich alles dafür tun würden, um das halt genau zu machen. Jetzt mal abgesehen von dem Talent. Ich habe mal gelesen, Cristiano Ronaldo hat mal gesagt, natürlich gehört Talent irgendwo dazu. Talent ist wichtig, aber Arbeit und Disziplin ist 1000-mal wichtiger als Talent. Halt, also es gibt Leute, die haben, was heißt Disziplin auf jeden Fall. Du musst überlegen,
die ganzen Leute heutzutage sind in den Medien, die werden erkannt auf den Straßen. Das sind halt Stars. Ja? Stars. Ja. Obwohl jeder Mensch ist gleich für mich. 100%, ja. Deswegen sind das für mich auch keine Stars, aber sie kriegen eine Menge Geld, damit sie auf wie Sachen, auf das und das verzichten. Genau. Dafür kriegen sie eine Menge Geld. Genau. Ja? Für mich kriegen sie auch Geld, wenn, weil sie ja Stars sind, dass sie Fotos machen, dass sie sich da hinstellen und Autogramme geben, auch wenn es nervt. Letztendlich, es nervt irgendwann. Ja? Deswegen werden sie ja auch so gut bezahlt. Also deswegen kannst du das auch nicht, hat Vor- und Nachteile. Ja. Ich habe es einfach früher nicht kapiert. Würdest du sagen, dass du es jetzt kapiert hast? Also dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagen würdest, würdest du die Chance nochmal bekommen? Ich bin Rüger geboren, also auch in Jena war ich feiern, aber ich war feiern zu meiner richtigen Zeit. Oder zu meiner richtigen Zeit. Ich habe meinen Plan von den Gewichten bzw. eingehalten, wie ich was wiegen soll oder musste. Da bin ich auf jeden Fall reifer geworden. Heutzutage, wenn ich feiern gehe, brauche ich jetzt nur 3 Tage, damit ich mich erholt habe. Dann habe ich einen Sohn, der mich morgens weckt. Also bevor ich feiern gehe, überlege ich mir das erstmal doppelt und dreifach. Und wenn ich nicht feiern gehe, ich habe eigentlich schon alles gesehen und gefeiert, was ich feiern kann. Also ich bin auf jeden Fall in der Hinsicht reifer geworden. Ja. Das auf jeden Fall. Kurze Frage hätte ich trotzdem noch. Ja, okay. Wenn du aus der heutigen Sicht, du hast das jetzt alles erlebt, ne? Würdest du jetzt heute mit deinem heutigen Wissen irgendwas anders machen? Nein, also das natürlich nicht, weil wenn ich vielleicht was anders machen würde, beziehungsweise ich würde eine Sache anders machen, die ich heute wüsste, dass ich meiner Mutter, wie gesagt, sagen würde, dass sie halt zum Arzt muss, ja, das, weil sie Krebs hatte. Das würde ich vielleicht ändern, aber sonst meinen Verlauf verändern. Wer weiß, wie das Schicksal dann ist, ob ich meine Frau hätte so kennengelernt, ob mein Junge oder mein Kind so groß geworden wäre oder so groß ist, wie er jetzt ist, ob er gesund wäre, ob er überhaupt da wäre, ja, wenn ich was ändern würde. Du weißt es ja nicht, was das Schicksal alles so dann verändern würde oder auch nicht. Ja. Das kann ich nicht beeinflussen. Oder deswegen, ich bereue nichts. Ich bin mit meinem Leben zufrieden. Wie es jetzt gerade ist. Wie es gerade ist, auf jeden Fall. Weil wir sind alle gesund, weißt du? Ja. Wir sitzen hier, wir quatschen, uns geht's gut. Ja, und das ist einfach das, was wichtig ist, dass die Gesundheit ist. Alles andere ist scheißegal. Ja, ob du Geldprobleme hast, ob du die Probleme hast, das kann man alles lösen. Ja. Das ist alles, Hauptsache du bist gesund. Ja. Und das ist das A und O im Leben. Eine Frage hätte ich trotzdem noch. So, und das ist so die meiste Frage, was man sich so fragt. Was verdient man? Also so, kannst du jetzt so offen darüber so reden, wenn du jetzt sagen würdest, so zur Wolfsburg zahlen, wo du... Wolfsburg hast du Profivertrag, oder? 10.000 habe ich jetzt. Netto? Brutto. Ich hatte eine Steigerung drin. Ich komme manchmal 21. Ich habe verdient, ich hätte pro Punkt hätte ich 5.000 verdient. Pro Punkt, auch wenn sie wären das 15.000 brutto. Ja. Was heißt pro Punkt? Also, du hast eine Siegprämie, jeder hat eine Siegprämie. Ja. Ja? Ich sage jetzt mal nicht, was andere verdient haben, aber zum Beispiel, ich hatte eine Steigung drin, nach 5 oder nach 10 Spielen wäre ich gestiegen auf 25.000 oder 20.000, ich weiß es nicht mehr so genau, so lange her. Dann auf, also es wäre gestiegen bis, ich glaube, bis zu 70.000 im Monat. Dann hast du halt eine Siegprämie drin. Also stell dir mal vor, du gewinnst das Spiel 2-1, hast du 3 Punkte gesammelt. Die 3 Punkte kriegst du 15.000. Für einen Unentschieden. Zusätzlich zu deinem Gehalt dazu. Zu meinem Gehalt dazu. Ja. Und 10.000 Euro im Monat ist eine Menge Holz. Ja, das ist geisteskrank. Ja, und daher war das für mich damals vollkommen okay. Beziehungsweise, was soll ich sagen, 5.500 Euro sind 5.500 Euro, ist eine Menge Geld. Sagen, ja. Ne? Das verdienst du, wenn du irgendwie eine Ausbildung machst, deinen Meister machst, wenn du Lehrer bist, wenn du Polizist bist, verdienst du weniger. Ich glaube aber auch, dass halt bei als Fußballer das Schwierige ist. Also ich kenne ja auch einige Jungs, die jetzt beispielsweise in der zweiten oder dritten Liga spielen, dass, du hast gerade gesagt, du hast keine Ausbildung, dass man halt eigentlich als Fußballer diese, ich sag's mal so, 15 Jahre, die man hat nutzen muss, um für sein Leben auszusorgen. Ja, das ist jetzt immer wieder eine Frage des Lebens. Jetzt. Was bringt mir das, wenn ich eine Million netto verdiene, ja, aber im Monat 90.000 ausgebe? Dann habe ich Ende des Jahres 120.000. Ja, wenn ich das jetzt mal 15 rechne, okay. Wenn ich irgendwann also eine Million netto gerechnet aufs Jahr. Ja, ja. Dann habe ich ja... Okay, trotzdem 120 auf 10 Jahre habe ich immer noch 1,2 Millionen. Okay, sollte ich ausgesorgt haben. Ja. Ja, aber ich meine nur,
Es kommt auch den Lebensstandard dann, ja. Wir sind es eh, glaube ich, so weit durch. Wir gehen jetzt gleich zum Spiel. Ja. So, da filmen wir eh noch ein bisschen mit, quatschen noch ein bisschen. Ja, wir können auch noch, ich kann nur noch ein, zwei Geschichten von Lattenschießen erzählen, wo die um Summen spielen. Bei Wolfsburg. Ja. So, wir haben jetzt hier noch einen Mannschaftskollegen. Ist es für dich okay, wenn wir dich kurz filmen? Alles gut. Von Kevin abgeholt. Aber nicht, dass die Kamera kaputt geht, wenn du dir filmst. Ach, alles entspannt, alles entspannt. Wir gehen jetzt, gegen wen spielt ihr denn heute? Wisst ihr das? Concordia Britz, ne? Concordia Britz oder Concordia Wittenau? Und die spielen auch Bezirksliga? Ne, eine über uns. Landesliga. Okay, krass. Aber was glaubt ihr? Wird das heute so, bekommt ihr eine Packung oder wird... Die erste halbe Stunde, solange wir noch fit sind, halten wir mit. Sind sie vielleicht sogar besser. Spielst du von Anfang an oder... Ich gehe davon aus. Bin ich gespannt. Ich habe echt lange kein Fußballspiel geguckt. Ne? Ja, so und dann schaust du direkt so eins an. Danach wird es auch erstmal ein Jahr wieder nicht sehen. Wie ist es für dich so als Mannschaftskollege, jetzt mit Kevin zusammen zu spielen? Ne? So, der schon zweite Liga gekickt hat und so. Wie ist er auf dem Platz? Ist er so eher, wenn man Fehlpass ist, dass er so... Ja, man merkt schon, dass er höher gespielt hat. Wenn man mal einen Fehler macht, dann bekomme ich zumindest, da ich auch ein bisschen höher mal gespielt habe, mal eine Ansage von ihm, okay. Aber ich nehme es dann halt nicht so persönlich auf. Also ich weiß, was er meint und ja. Und wie ist es für dich? Ist er so gechillt so oder bist du immer noch genauso wie damals, als würdest du jetzt bei Rostock auf dem Platz stehen? Nein, ich bin schon ein ehrgeiziger Typ. Ja, ich will eigentlich von meinen Mitspielern, dass sie halt auch das Beste geben, bloß wenn ich da hinten, der hinten kann ein bisschen kicken, der ist auch nicht so schlecht. Bloß wenn der manchmal Sachen macht, die ich nicht verstehe, dann gebe ich denen schon mal eine Ansage, beziehungsweise ich will halt gewinnen, ja, sagen wir mal so, auch mein Teamkollegen probiere ich immer vieles mitzuteilen, aber die checken auch nicht immer alles. Was für eine Position spielst du? Ich spiele Sechser. Und du? Alles. Alles? Ich spiele Zehner, Sechser, Innenverteidiger, alles. Okay, aber zu deiner Profizeit warst du Sechser. Ja, ja. Die Jungs haben mir gerade schon angeboten, dass ich mir auch Fußballschuhe anziehen kann. Du auf jeden Fall als Libero. Als Libero. Du hast mich noch nie Fußballspielen gesehen. Wie schätzt du das jetzt dann ein? Ja, hinten stehen und einen Ball wegkloppen kann jeder. Kann jeder, wollte ich gerade sagen. Ja? Ja, ist nicht böse gemeint, aber... Ich bin mal gespannt. Heute schaffen wir es leider nicht. Wir machen mal eine Fußball-Challenge zusammen. Können wir safe machen. Wie beide aber gegeneinander. Aber wird schwer für dich. Meinst du? Ja, wird schwer für dich. Gerade Lattenschießen wird schwer für dich. Bin mal gespannt. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Jetzt fahren wir nach... Wie heißt der Verein, wo wir jetzt hinfahren? Wir fahren jetzt erstmal nach Tempelhof. Da spielt FCA mit. Okay, heißt Tempelhof. Heißt, genau. Das ist ein Stadtteil von Berlin. Das ist Berlin ganz genau. Entschuldigung. Also ich habe mir jetzt hier mal so ein regenfreies Plätzchen gesucht. Ich muss auf jeden Fall sagen, für mich persönlich war das ultra interessant. Na, ich liebe Fußball schon seit ich ein kleiner Junge bin und ich wollte immer Profifußballer werden. Und ich finde, es ist irgendwie cool, natürlich auch mit jemandem mal zu sprechen, der es geschafft hat, der erfolgreich ist, nicht nur im Fußball, sondern allgemein. Aber ich finde, es ist auch voll interessant, einfach mal mit jemandem zu sprechen, der schon so oft ganz, ganz nah dran war und die Möglichkeit hatte, Profi zu werden, es dann aber nicht geschafft hat. Ich glaube, Kevin hat auf jeden Fall, und das hat er auch selber gesagt, nicht alles richtig gemacht. Er hat es aber auch nicht immer einfach gehabt. Er hatte viele Höhen und auch viele Tiefen. Ist aber heute, finde ich, ein super sympathischer Typ, wirklich so witzig und so unterhaltsam. Und ich glaube, es war einfach mal ganz cool, mit ihm ein bisschen zu quatschen. Wir werden auf jeden Fall noch die ein oder andere Fußball-Challenge machen, weil das kann ich einfach nicht auf mich sitzen lassen. Ne? Ich glaube schon, dass ich da ganz gut mithalten könnte. Werden wir aber in Zukunft sehen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Das Video ist noch nicht zu Ende, aber lasst gerne schon mal wirklich einen Daumen nach oben da und schreibt gerne auch einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat, was ich in Zukunft vielleicht machen könnte. Wir gucken uns jetzt erstmal das Spiel an. Und dann geht's zurück ins Hotel, dann treffe ich mich mit Ori. Grüße gehen an der Stelle auf jeden Fall raus, gehen was essen. Statement zur ersten Halbzeit. Ja? Ja. Jetzt erstmal von dir. Ich will dein Statement hören zur ersten Halbzeit. Mein Statement zur ersten Halbzeit. Also konditionell muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Aber man muss sagen, weißt du, was das Krasse bei dir ist, was man ultra merkt?
dass du eine Ruhe am Ball hast. Also weißt du, ich meine, ich glaube, du hast in der ersten Halbzeit vielleicht einen Fehlpass gespielt. Ja. Das war der lange Ball da vorne, wo er den weggeköpft hat. Ja, aber den spiele ich ja. Der hast du genau den davor hinbekommen. Ich weiß. Nee. Ja. Ja, was soll passieren? Aber auch dein Homie, Alter, der spielt richtig gut, oder? Ja, Sam ist gar nicht so schlecht, bloß der spielt diese letzten Bälle, ja. Spielt ja zu unsauber. Der hast du ihn auch mal richtig angekackt, ne? Ja, genau, weil er soll es einfach zu Ende spielen. Ja, weil sonst kriegen wir einen Konter, müssen wir hinterherlaufen, haben eh keine Luft. Und ich hasse das wirklich, diese kleinen Fehler, die wir machen. Mhm. Das ist ja für jede Mannschaft. Aber es steht 1-1 jetzt, ne? Gegen eine Landesliga-Mannschaft. Ja. Und euer Torwart ist eine Maschine, Digga. Der ist so schlecht. Nein, sorry, Murat. Nein, bist gut. Normalerweise, letztes Jahr hätten wir hier 3-0 geführt mit unserer richtigen. Also sind viele nicht da. Ja. Aber normal führen wir hier 3-0 zu. Aber der Torwart ist echt, der hat ein paar Dinge rausgehauen. Ja, das stimmt. Und die sind katastrophal. Glaub mir mal. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich auf 10 und dann stecke ich ein paar durch. Ich zieh's ab. Ja, Mama, danke schön, dass du da warst. Ey. Kevin, hat mich gefreut. Ja, hat mich auch gefreut. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, wenn du wieder Bundesliga spielst. Denk auch an mich. Oh, shit, also, dann gehen wir mal feiern, was?